Abraham hat ja in den 30er Jahren in Berlin so ein bisschen die Szene der Operettenkomponisten aufgemischt. Das Zentrum der Operettenkomposition war eigentlich davor Wien und hatte sich gerade so ein bisschen nach Berlin verlagert. Und das ganz Besondere, was ihn auszeichnet, ist eigentlich diese sogenannte Jazz-Operette. Also das ist ein Begriff, den wir eigentlich neuerdings erst verwenden, dass der Jazz und der Swing in die Operette reingekommen ist und eigentlich auch die Schlagermusik, wenn man so will. Das hat er ganz besonders vorangetrieben und hat damit sehr viel Erfolg gehabt in der Zeit. Paul Abraham ist ein ungarischstämmiger jüdischer Komponist gewesen, der vor allem sehr erfolgreich war in den 20er, aber auch 30er Jahren, den größten Erfolg in Berlin gefeiert hat. Interessanterweise kommt er aus einer Familie, die auch mit Geldgeschäften und Banken zu tun hatte. Und er hat in der Berliner Zeit auch nicht nur große Feste gefeiert, sondern auch für Leute teilweise Aktien verschachert und auch Geld verloren und so weiter. Aber vor allem weiß man natürlich, dass sein großer Erfolg in Berlin Ball im Savoy war und dass er auch seit Jahren erfolgreich hier an der Komischen Oper läuft. Und er hat dann 1933, musste man ihm fast sagen, dass er als Jude jetzt bitte Berlin und Deutschland verlassen muss. Er hat sich, glaube ich, nicht sehr für die politischen Umstände gekümmert oder hatte keine Zeit oder war nicht so organisiert. Ist dann emigriert, kam nach Wien und Budapest zurück, Ende 33, 34 dann. Und hat dann noch versucht, eigentlich an seine großen Erfolge anzuschließen, hat weiter komponiert bis 37, 38 in Europa, also Wien vor allem und Budapest. Und dann musste er Europa verlassen und ist dann letzten Endes in Amerika gelandet, in New York. Er ist erkrankt an Syphilis und also hat eine geistige Umnachtung sozusagen gehabt, ist da in einer Klinik gelandet und wurde dann in den 50er Jahren nach Deutschland zurückgeholt, wo er dann, ich glaube, in Hamburg Nähe gestorben ist. Das ist der Black Walk, der macht dich schlanker als die Jet. Du hast mal Black Walk, früh und spät, Rhythmus up to date. Man kann beim Flirten ihn gut verwerten, es fühlt sich jede Frau gepackt. Er löst die Hemmung und die Beklemmung und das erleichtert den Kontakt. Ja, Abraham hat natürlich auch nach Schlagern gesucht und da hat er auch ein Händchen für gehabt. Er hat auch für die Schallplatte produziert, das muss man sagen, das merkt man auch ein bisschen an seinen Nummern. Es sind nicht alle Nummern hundertprozentig in den Handlungsverlauf eingebunden, es hat ein bisschen Revue-Charakter. Und dieser, das ist der Black Walk, das ist der Clou des 5 o'clock, so heißt es da. Das ist eine, ich nenne es frühe Rock'n'Roll-Nummer, also es ist Rock'n'Roll, den Begriff gab es noch nicht, aber es geht in die Richtung von Rock Around the Clock und so. Da hat er eindeutig einen Schlager einfügen wollen und er wollte auch eindeutig amerikanischen Flair transportieren und wollte das den Leuten hier bieten und das war auch sehr modern. Auch das Einstreuen von englischen Vokabeln, die jeder so einigermaßen kannte, ist hier sehr häufig zu hören. Wir sind die Geschwister Pfister, das ist Toni Pfister, das ist Ursli Pfister, ich bin Fräulein Schneider und wir sind eigentlich für die gute Unterhaltung in den deutschsprachigen Raum zuständig. Auf allen Bühnen, auf kleinen und ja, auch, wie man sieht, hier auf großen. Wenn wir Zeit haben, kommen wir auch hier in die Komische Oper und spielen die eine oder andere Operette. Mein Steckenpferd ist die Travestie. Ach nee. Doch. Das ist die Königsdisziplin. Ich wollte nie Fußballer werden, aber jetzt ist es doch irgendwie passiert. Aber immerhin ein singender Fußballer.
Ich wollte gerne Striptease-Tänzerin werden. Ich wollte Buchillustratorin. Es ist alles wahr. Ich wollte wirklich Striptease-Tänzerin werden und Andrea wollte wirklich Buchillustratorin. Ich kann noch nicht mal malen. Das ist also meine Idee. Ich habe ja gar keine Brüste. Was? Ich habe ja Theater gespielt. Zum Handball, Volleyball war ich immer zu klein für. Ich hab Theater gemacht. Wissen Sie, was ich da drin habe in meinem Busen? Ja, das würde mich auch interessieren. Das ist, ich habe Mikrofon. Aber nicht Jonglierbälle, so wie Veronika Ferris. Ich habe hier einen Sender und hier einen Sender, man kann die spüren. Darf ich mal? Die Sender in den Brüsten? Ich habe die Sender in den Brüsten. Und was ist das andere Material? Weiß ich nicht, Füllmaterial. Erbsen, Schaumstoff, ich glaube, es ist eine Schulterpolster. Abraham hat das Stück eigentlich für Budapest geschrieben. Es war auch noch keine Fußballoperette, es war eine Wasserballoperette. Also das ganze, das Hauptteam war ein ungarisches Wasserballteam. Als es dann nach Wien übertragen wurde, er hat dieses Stück in Wien aufgeführt, weil in Berlin waren in dieser Zeit schon die Nazis. Denn dieses Stück ist 36 in Ungarn uraufgeführt worden und ist 37 erst nach Wien gekommen. Aber in Österreich herrschte derzeit gerade ein ganz großer Fußballhype. Und das Wort Wunderteam wurde benutzt damals auch für die österreichische Nationalmannschaft. Und deswegen haben die das Stück umgeschrieben auf Fußball. Es blieb zwar eine ungarische Nationalmannschaft in der Hauptrolle, aber sie spielte gegen die österreichische Nationalmannschaft. Und ich kannte das Stück überhaupt nicht. Es wurde, wie gesagt, bis dahin auch nicht mehr aufgeführt. Und dann fand man doch heraus, dass ja diese Wiener Fassung, diese österreichische Fassung, also deutschsprachige Fassung, frei ist und dass man die aufführen kann. Du hast Feuer, ganz ungeheuer. Du bist ein Ungar-Mädel, Ungar-Mädel, honey. Schatz, du bist kein Bluffer, du bist ein Treffer. Du bist ein Ungar-Mädel, Ungar-Mädel, hey. Von New York bis Afrika gibt's nicht so viel Paprika. Wie in deinen Adern brennt, da bin ich kompetent. Joi, joi, joi. Mädel, du hast Feuer, ganz ungeheuer. Du bist ein Ungar-Mädel, Ungar-Mädel, hey! Das Stück ist ja, ich will mal sagen, es ist ja nicht sehr tiefschürfend in dem, was es aussagt. Es ist eine Komödie. Ich nenne es ein bisschen als ein Roadmovie. Es ist sehr unterschiedlich von gängigen Operetten, selbst auch Abraham-Operetten. Also Ball im Savoy ist da schon eher eine typische Operette. Dieses hier ist von der Geschichte her, ich sag mal, ein Roadmovie. Also diese ungarische Nationalmannschaft ist erst in England, hat ein Spiel gespielt, damit geht's eigentlich los. Dann kommt diese Roxy dazu, die vor ihrer Hochzeit flüchtet. Dann haben wir ein paar Szenen, die im Zug spielen tatsächlich, wo die Mannschaft im Zug ist, im Schlafwagen, wo sie alle nicht schlafen können. Und dann gibt es eine Stelle, wo sie versuchen, die österreichisch-ungarische Grenze zu überwinden. Und da ist ein Zollbeamter, der ihnen da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann sind sie irgendwann auf einem Landgut, wo sie eigentlich in Ruhe trainieren sollen. Dann kommt aber eine Mädchenschule dazu. Das Ganze wird natürlich zu einer großen Party und am Schluss sind wir in Budapest, um dieses Rückspiel zu haben. Also das meine ich mit Roadmovie. Das ist, man hat auch nicht dieses typische Graf betrügt seine Frau auf dem Ball oder was da immer so ist. Alles ganz andere Sujets. Der Fußball steht vielleicht atmosphärisch in diesem Stück ein bisschen für die Zeit, die in Deutschland sich geändert hat, für die Stimmung, ich sage mal den Sport. Wir denken da manchmal an die Olympiade, die 36 stattgefunden hat, an Leni Riefenstahl-Filme, diese neue Ästhetik, wieder asketisch und sportlich und Männer aus Stahl mussten her und so weiter. Also
die Gegenwelt, die rückwärtsgewandte Welt zu der libertinen 20er, 30er Jahren in Berlin, individuell, wo die Frauen sich emanzipiert haben und so weiter. Also das spürt man atmosphärisch schon in der Operette, dass man da auch versucht hat, ein bisschen das zu parodieren und das ein bisschen subversiv zu unterwandern. Ich war 10 Jahre alt. Ich spielte im Mädchenverein VfR Aachen, bei Quadrat Ichendorf, bei Bergheim, bei Köln. Ich war der Torwart. Ich hieß der Panther aus Zagreb. Ich habe bei einem Turnier in Paris Bälle gehalten. Wir haben einen Ziegenbock gewonnen. Als die Brüste kamen, habe ich aufgehört, weil der VfR Gummersbach mit seinen Anabolika-Frauen immer auf meine Brüste draufgeschossen hat. Und das tat weh. Und damit war Schluss. Ach, ich dachte, dem Ziegenbock wären die Brüste gekommen. Nein. Ach, jetzt habe ich die Geschichte verstanden. Bei mir war es auch so, dass ich im Tor stand die ganze Zeit und auch eigentlich die ganze Zeit nur gedacht habe, wenn bloß Brüste kämen, dann würde ich aus diesem Tor entfernt. War aber nicht. Ich war richtig gut. Ich hieß der Panther aus Zagreb. Es ist eine Weile her. Das stimmt. Man hat mich in der Schule immer so in die Verteidigung oder ins Tor gestellt, weil ich da am wenigsten Schaden anrichten konnte. Und da kam ich auch nicht groß in Aktion oder habe auch manche Bälle durchgelassen, also von daher. Ist bei mir ähnlich. Es war immer die Musik, die im Vordergrund stand, nicht so sehr der Sport. Und in meiner ganzen Klasse waren eigentlich alle im Fußballverein, alle Jungs, außer ich. Und so sah es dann auch bei der Auswahl immer aus, wenn es darum ging, irgendwie, wenn der Sportlehrer sagte, wir machen heute mal was, was ihr wollt, was wollt ihr machen? Alle riefen Fußball, ich sag, yeah. Und war natürlich dann immer der Letzte, der dann ausgewählt wurde und so ähnlich irgendwo in der Verteidigung versteckt wurde. Für uns ist das ja eigentlich nie ein Thema, weil die Pfisters das Cross-Gender immer auch in ihren Programmen haben und wir das hier auch ein bisschen etabliert haben mit Clivia und Heute Nacht oder Nie. Das ist hier nochmal doppelt brisant, dass zum Beispiel Christoph Marti, der die Titelfigur Roxy spielt, ein Mann ist, der eine Frau spielt, aber dann undercover sich als Fußballer, als Mann verkleidet, um mit den Männern quasi fliehen zu können. Er soll ja heiraten, also sie soll heiraten und beim ersten Auftritt schmeißt sie gleich mal das Brautkleid weg und begibt sich in ein Fußballerkostüm. Und das ist natürlich, also dann ist man irgendwann die Verwirrung schon zu Beginn total. Und Andrea Schneider, die mehrere Rollen hat, unter anderem auch ein paar Beamte spielt und dann wird der Beamte sowieso parodiert. Und wenn dann eine Frau einen übermännlichen Beamten spielt, dann hat das nochmal so einen doppelten Reiz. Und das ist sowieso auch Tradition in der Operette, also dass gerade aus in der Zeit, dass man, sagen wir mal, den Geschlechterwechsel immer wieder mal aus Spaß an der Freude, aber auch weil es damals im Geist der Zeit war, praktiziert haben. Wenn es nach mir ginge, käme, glaube ich, zu oberst die Kostümbildnerin. Oh, Heike Seidler. Mhm. Ich meine, gucken Sie uns. Ja, ohne Kostüm muss ich ja gar nicht aufstehen. Ich habe zwischendurch noch was anderes an. Ich finde das aber auch schön. Das ist auch also schön, sag mal, Roxy. Roxy ist ein sehr freches Ding. Ja. Es gibt vor allem Timing und ich glaube, das ist das Wichtigste bei Komödien im Zusammenhang mit Musik. Die Musik hat schon per se ein Timing und das Timing aus dem geschriebenen Wort kann man ganz unterschiedlich auslegen und da hab ich eine Vorstellung, hat man eine Vorstellung und es ist eine enorme Knochenarbeit. Es ist wirklich ein enormes Training und das ist das Anstrengende dabei und wenn dann der Trainer oder der Regisseur unten sitzt und nach 6 Wochen einfach überhaupt nichts mehr lustig findet, beziehungsweise nicht mehr lachen kann, weil er ja schon weiß, was kommt, weil Pointen leben ja davon, dass sie Überraschungen sind und dass ich nicht weiß, dass sie kommen. Dann ist es, glaube ich, besonders schwierig für die, die das dann spielen müssen und dran glauben müssen, dass dieses Timing vielleicht stimmen könnte. Und die größte Befriedigung ist natürlich dann, wenn man im Spiel ist, im Stadion, also sprich hier in der Komischen Oper und das Publikum dann die entsprechenden Situationen quittiert mit einem Lachen, mit einem Applaus und mit Emotionen. Witzig? Wie ist man jeden Tag witzig? Das ist in der Tat sehr schwer. Mein Tipp, abends nach der Probe so viel trinken, dass man am nächsten Tag sich nicht mehr daran erinnert, was vorher war. Und dann ist jeder Tag ist immer wieder frisch, ist alles immer wieder neu. Am besten funktioniert das bei mir mit Gin.
Das Erproben eines Witzes erfordert sehr viel Timing. Und Timing ist keine Stadt in China. Ich bin in diesem Stück nicht witzig. Der Joker Karoi sagt im Stück, nichts ist schöner als Sport. Er ist etwas fanatisch mit dem Sport. Er lernt dann aber im Laufe des Abends, des Stücks, der Geschichte, dass es doch auch noch was anderes gibt, was vielleicht noch schöner ist als Sport. Also Sport, Sex. Ich hab's gesagt. Madame Tötteschi. Ja. Endlich werde ja auch erweicht. Also ich krieg ja dann auch dann irgendwann einen feuchten Schlüpper. Ja. Das Bild werde ich jetzt nicht wieder machen. Man soll betrunken einfach keine Interviews machen. Nein, das machen. Ich bin doch nicht betrunken. Ich auch. Ein Damenschwips, kleinen Damenschwips. Ich möchte lesbisch werden. Nur zu. Warum nicht, wenn die beste Freundin mit der besten Freundin. Kommt ihr bitte meine Frau? Wir werden gerufen, entschuldigt bitte. Jetzt müssen wir. Tschüss. Tschüss. War nett. Hurra, das Wunder, sie wird sie ist da. Schießen und nicht treffen.